Hallo Leute, Zeit für gruselige Videos. Heute mit einer interessanten Aufnahme aus einem verspukten Schlafzimmer und ein paar unüblichen Aktivitäten im Familienheim eines jungen Mannes. Folgende Aufnahme wurde in einer Polizeistation in Serbien aufgenommen. Um ungefähr 9 Uhr abends. Eine Frau betrat das Revier und gab an, dass sie von jemandem verfolgt werden würde und dass sie sich nicht mehr sicher fühle. Das Polizeirevier war nur wenige Straßen von ihrem eigenen Zuhause entfernt. Daher wollte sie den Stalker nicht direkt vor ihre Wohnungstür bringen und wollte stattdessen einen Report auf dem Revier abgeben. Die Polizisten fingen also an, ihre Beschreibung aufzunehmen und dachten anfangs, ehrlich gesagt, dass die Dame vielleicht unter Alkoholeinfluss gestanden hatte. Denn sie gab an, dass die Person, die sie verfolgte, anscheinend schweben konnte und ab und zu sogar unsichtbar wurde. Die Polizisten nahmen sie erst etwas ernster, als folgende wirklich merkwürdige Sichtung auf dem Überwachungssystem des Reviers auftauchte. Eine komisch helle Erscheinung ist hier zu sehen und sie schwebt überhalb des Bodens. Keiner der Polizisten hatte so etwas vorher schon mal gesehen und sie wussten nicht, was zu tun ist. Einige Leute glauben, dass wir hier den mysteriösen Stalker sehen, der die Frau begleitet hatte in dieser Nacht. Würde dies bedeuten, dass wir es hier mit einem Geist zu tun haben? Falls nein, was ist sonst hier vor sich gegangen? Die Polizei gab an, dass nach mehreren Minuten diese Sichtung aufhörte. Und was immer dieses Ding war, verschwunden ist. Komisch, würde ich sagen. Das nächste Video wurde von Felix S. eingesendet und er hat es auf dem Kanal Taro Animasi gefunden. Das Video wurde von einer jungen Frau während einer nächtlichen Jogging-Session aufgenommen. Sie trägt eine GoPro aus Sicherheitsgründen, da man ja nie so wirklich weiß, was einem nachts alleine alles so zustoßen kann. Als sie gerade dabei war, auf ihre Runde zu gehen, bemerkte sie eine weitere Person, die neben ihr zu laufen schien. Was dann aber sehr seltsam ist, ist, dass diese andere Person sich einfach in Luft auflöst, direkt vor ihr. Und dann taucht sie wieder auf, von hinter ihr. Was genau passiert hier? Dann auf einmal rennt diese Person rückwärts in Richtung der Frau und jagt ihr eine ziemliche Panik ein. Manche Leute sagen, dass dies nur ein inszenierter Fall ist, fühlt sich ja auch echt wie ein Horrorfilm an. Andere glauben, dass es sich hierbei um eine dämonische Erscheinung handeln könnte, die der jungen Frau Angst machen wollte in dieser Nacht. Was auch immer der Fall war, mega gruselig. Folgendes Video wurde von Nutzerin Bunnytoes hochgeladen. Sie schrieb folgendes dazu. Wir haben eine unidentifizierbare Stimme und Erscheinung entdeckt. Vor ein paar Jahren habe ich mein altes iPhone SE meinen Enkelkindern geschenkt. Diese spielen gerne mit dem Telefon herum und nehmen viele Bilder und Videos damit auf. Ich gehe öfters durch die Galerie und lösche ihre alten Aufnahmen, damit sie immer etwas Speicherplatz haben. An Weihnachten im Jahr 2018 ging ich mal wieder durch die Bilder. Da war ein komisches Video in der Galerie. Was mir als erstes auffiel, war die Tonspur. Ich hörte mir sie einige Male an und hatte echt Gänsehaut. Einer meiner Freunde bemerkte dann noch eine schwarze Gestalt, die direkt nach der Stimme auftauchte. Meine kleine Enkelin und ich waren allein zu Hause zu dieser Zeit. Die Großmutter meines Mannes hatte lange Zeit bei uns im Haus gewohnt, ist leider aber vor kurzem verstorben. Am Ende des Bettes tauchte dann diese Gestalt auf, jedoch ähnelte diese nicht ihrer Großmutter. Ist viel zu groß und die Stimme, die man hört, passt auch nicht. Am Tag darauf wäre eigentlich ihr Geburtstag gewesen. Noch nie zuvor war irgendetwas Seltsames passiert bei uns im Haus. Und dieses
Video war ich die Ausnahme. Krieg immer noch Gänsehaut. Let's change your butt. You smell like you poopy. Was denkt ihr? Haben die zwei vielleicht echt den Geist ihrer Großmutter aufgenommen? Oder hatte sie hier doch etwas anderes besucht? Schwer zu sagen. Das nächste Video wurde von Kanal Equilibrium Collective hochgeladen, welcher im Folgenden das Video eines Zuschauers teilte, der möglicherweise eine Begegnung mit dem Übernatürlichen in seiner Wohnung aufnehmen konnte. Sie schrieben das Folgende: Einer unserer Zuschauer hat uns diesen fantastischen Clip zugesandt. Die Familie hatte noch nie zuvor etwas Paranormales in der Wohnung bemerkt. Das Video ist unbearbeitet und wir wurden vom Einsender um unsere Meinung gebeten. Wurde hier wirklich eine Erscheinung aufgenommen? Sieht wie eine transparente Person aus, die hier durch den Raum geht. Sehr seltsam. Im Hintergrund scheint eine Dame in einem Krankenbett zu liegen. Es ist nicht bekannt, ob die Frau schwer krank war und dies vielleicht den Besuch eines Angehörigen aus dem Jenseits veranlasste. Vielleicht hat ja jemand auf sie aufgepasst, zumindest schrieben und hofften das einige Leute in den Kommentaren. Folgendes wurde von Pep Terror eingesendet. Er beschreibt, dass Folgendes eine Sicherheitsaufnahme ist, die eines Nachts in einem lokalen Pub aufgenommen wurde. Das Etablissement hatte zu dem Zeitpunkt schon geschlossen. Der Pub befindet sich im Erdgeschoss eines Jahrhunderte Jahre alten Gebäudes. Es gibt unzählige Berichte von Augenzeugen, die von Gläsern erzählen, die sich wie von Geisterhand bewegen. Plötzliche Windstöße, ohne ein offenes Fenster und andere merkwürdige Vorkommnisse. Quasi die klassischen Geistergeschichten. In dieser Nacht bemerkte ein Sicherheitsmann, dass vielleicht wirklich etwas Unübliches vor sich ging in diesem alten Pub. Eine dunkle Schattengestalt ist hier zu sehen, die einfach so hinter der Theke herumschwebt. Hat sie möglicherweise Biere in der Geisterwelt ausgegeben? Scherz beiseite, aber der Eigentümer denkt wirklich, dass es sich hierbei um einen ehemaligen Angestellten handeln könnte. Andere denken, dass es vielleicht doch nur ein Käfer war oder so. Das kann sich der Eigentümer jedoch nicht vorstellen. Wer weiß. Mehdi Magasia ist ein junger Mann, der zusammen mit seiner Familie in einem relativ großen Anwesen wohnt. Er selbst interessiert sich sehr für okkulte und skurrile Dinge und hat dummerweise eines Abends mit einem Ouija-Board herumgespielt. Viele sagen, dass diese Bretter die Tür zur Geisterwelt öffnen, dass es nicht weise ist, diese Wesen in sein Haus einzuladen. Matt war das jedoch anfangs egal. Nach wenigen Tagen bemerkte er jedoch, dass seltsame Vorkommnisse ihren Lauf nahmen. Im Speziellen, nachdem er ein weiteres Mal mit dem Board herumexperimentiert hatte. Seine Mutter dachte im folgenden Video auch etwas gehört zu haben. Mom, that's somebody crying. Oh, do you hear that? Yes! Beide waren in dieser Nacht auf jeden Fall bedient.
Eines Tages lud Matt mal wieder ein neues Video hoch, in dem er angab, dass seine Eltern gerade auf Urlaub waren und er allein zu Hause war. Die seltsamen Poltergeist-Aktivitäten nahmen gerade wieder ihren Lauf. Bro, nobody is home. My family is in Cancun, bro. You gotta be kidding me. Bro! Als er uns hier ein neues Update zu seiner Situation gibt, spielt sich etwas Schauderhaftes im oberen Stock des Hauses ab. Manche denken, dass es eine dämonische Erscheinung ist, eine Schattengestalt, die er selbst herbeigerufen hatte und welche nun Schabernack in seinem Haus trieb. And we're literally bugging out. We think somebody's in our house. The cops come to our house. They go downstairs to like start looking. And this one. Könnte das stimmen? Denkt ihr, dass hier wirklich etwas aus einer anderen Welt zu Besuch gekommen ist? Oder um was handelt es sich hier genau? Nur ein Streich? Danke Leute fürs Zuschauen.